genommen, dann ihr geht sofort zu diesem zwei Linien von Platten. Okay, also wenn ihr die Drahtlinien habt, geht ihr in die zwei Linien. Nicht mehr auf die eine Linie, sondern in die zwei gegenüber. Klar? Gut, aber wir haben jetzt noch ein paar Sachen zu sagen. Das war jetzt die Generalprobe. Die war ganz okay. Also das Stück, was wir jetzt machen, heißt Na gute Nacht und ist ein Soundpainting-Stück, sage ich jetzt einmal so frech, mit 19 Kindern aus der Volksschule Max Glahn und 6 Künstlerinnen vom Treuhaustheater, weil im Background arbeiten ja auch immer sehr viele Leute mit. Auf der Bühne sind die Sharan, die Gudrun und ich. Die Sharan ist die Soundpainterin, die Gudrun ist Musikerin und ich bin Schauspielerin. Sound painting is a multidisciplinary sign language and it's created by Walter Thompson in the 70s. I'm studying it since 3 years and when I started to study it and learn about it more and more, I was sharing a lot of my knowledge with the people in the theater and we all agreed that it can be a great tool to work with children and because it's a body language. Das ist ja eine Theatergruppe von der Schule und sie haben am Anfang wirklich gelitten, dass sie keinen Text hatten. Es war so, und welchen Text bekomme ich und welchen Text mache ich? Und es war so, wer hat welche Rolle? Also es ist um die Rollen gegangen, um Text, also so wie sie es gewohnt sind. Sie machen alles, was bei uns eigentlich in Bereichen unterteilt ist und auf Personen bezogen sind, machen die Kinder jetzt selber. Also sie bewegen sich zu Soundpainting, sie sprechen zu Soundpainting und sie machen teilweise eben musikalische Formen oder Geräusche oder so. Es geht darum, dass wir haben verschiedene Welten erstellt, zum Beispiel eine Formenwelt und aus diesen Welten haben wir dann eben ein Theaterstück gemacht mit verschiedenen Rollen und die Cheran macht eben zum Beispiel Lautstärken, Schnelligkeit, ob wir uns hinsetzen sollen oder ja halt was wir machen sollen. I mean, besides all this, it's also giving to the children an artistic tool to improvise and to use their skills or personalities. Die Sharan macht Zeichen und wir setzen die Zeichen in Bewegungen um. So halt. Laut, ja. Das ist ganz leise und das ist dann immer wieder laut. Und man muss halt gut aufpassen, dass man alles versteht und sieht. Susanne was, for example, doing a lot of exercises with them, how to be present on the stage, how to use their presence. I mean, of course, they are like, they don't have a lot of experience on the stage and they are still children. But this is, for me, very beautiful, you know, like to see them struggling with these things. But how does this pedagogical thing helped was to give them, I think, this awareness of being on the stage and being in front of a public. And like to see this path was nice but challenging for three of us to bring all these knowledges and like experiences together. Ich habe noch eine sehr wichtige Ding, das habt ihr nicht missverstanden, sondern ihr habt das nicht gemacht. Für mich war das Spannendste, dass wir andere Welten gehabt haben und dass es immer anders war. Manchmal was lustig, manchmal war es noch lustiger, dann am lustigsten. 1, 2, 3, 4. Ich spiele eine Piratin und
mein Satz ist, da ist der Schatz, weil wir ja dann einen Schatz suchen. Gudrun and Susanne were the ones who had a lot of experience to work with children, to do projects with them, and also had the education and background for that. Me, I was there just as a sound painter. Das wird so nicht gehen, glaube ich. Ja, genau. Und das ist ein lustiges Zeichnen. Kannst du das wieder zeichnen, bitte? Die ganze. Nee, das war. Hey Leute, ich habe eine bessere Idee. Du gibst dich einfach so einen Schwarz an, das glaube ich nicht. Aber ich soll ja dann zurückgehen. Na ja, aber warum gehst du denn zurück? Du bist ja der Weil König. Weil sie hier die Show steht, das möchte ich sehen. Leute, zwischen Fliesser, was hier, um das zu verlieren? Okay, schau mal. Ich zeige einfach alle. Alle. Ja, ja. Und was Sie sich mitnehmen ist, es gibt eben nicht nur die Sprache, sondern die Körpersprache, Soundpainting-Sprache, das heißt die Improvisationssprache, und es gibt dann auch noch meine musikalische Sprache und die Theatersprache. Also die Kinder haben für mich in diesem Stück gesehen, dass Theater mehr ist als nur Sprechen. Sagen wir mal, das war für mich schwierig, weil ich ja eigentlich Theaterpädagogin bin. Das ganze Heft wird zu Schokolade. Und das ganze Heft wird zu Schokolade. Und es halt gewöhnt bin, sozusagen viel zu erklären. Und das hat sich aber dann im Laufe des Projekts herausgestellt, dass es einfach super funktioniert mit den Sounds. Und dass man dann, wenn man erklärt, gar nicht so gehört wird. Ja. Also es ist immer besser, so dieses Immediate. Die Kinder reagieren einfach sehr, sehr super auf das Musikalische und auf das Körperliche. Ich habe es. Du hast es.
Eğer, ama eğer yarın da geri düşerse o şekilde. O zaman kesildi değil mi? Ya bırak bir yere veya işte cebine falan bir yere falan koy. Yani şey sürekli böyle şey yapma çünkü şey... Elimle şey, böyle oynadım. Olur, olur öyle de tutabilirsin. Ya elimle de böyle sadece tutabilirsin. Tamam mı? Elimle. Geliyor mu anneler yarın? Anneler. Çok iyi çalıştınız.